Also, wo waren wir stehen geblieben? Du hast uns von diesem unsichtbaren Wesen erzählt, das keiner von uns je gesehen hat. Und du sagtest, dass es uns und diese Welt erschaffen hat. Du hast uns erzählt, dass dieses Wesen am Anfang die Erde in 2 Tagen erschaffen hat, dann Berge als Pflöcke darauf gesetzt hat und Nahrung darauf verteilt hat. Dass dann der Himmel noch Nebel war und dass dieses Wesen dann daraus 7 Himmel machte. Und den untersten Himmel zur Abwehr von Satanen schmückte. Und noch einige andere Dinge. Aber vor allem betontest du, dass uns dieses Wesen in Ewigkeit foltern wird, wenn wir dir das nicht bedingungslos und ohne die Sache überprüfen zu können, glauben. Nun, da hast du ja gut aufgepasst. Ihr müsst mir all das glauben, was ich euch sage. Denn dieses unsichtbare Wesen, von dem ich euch erzähle, hat einen speziellen Ort für all diese Leute erschaffen, die mir diese Geschichte nicht bedingungslos glauben. Denn diese Leute werden von diesem Wesen dann gefoltert werden. Dieses Wesen wird ihnen die Haut wegbrennen und ihnen immer wieder die Haut nachwachsen lassen, damit sie diese Schmerzen endlos und in alle Ewigkeit spüren. Aber woher sollen wir denn wissen, dass alles stimmt, was du uns erzählst? Nun, alles, was ich sage, kommt ja von diesem allmächtigen Wesen. Und du willst doch nicht die Worte eines allmächtigen Wesens anzweifeln, oder? Außerdem erwartet dieses Wesen, dass ihr mir all das blind und einfach so glaubt. Sonst werdet ihr dafür gefoltert. Wisst ihr, das ist so eine Art Test, versteht ihr? Dieses allmächtige Wesen möchte nämlich testen, ob ihr in der Lage seid, den Verstand, den es euch gegeben hat, auszuschalten und blind und ohne Beweise eine spezielle Geschichte zu glauben. Das heißt, meine Geschichte zu glauben und nicht eine von den vielen anderen Geschichten, die irgendwo auf der Welt erzählt werden. Aber wenn es stimmt und es Engel gibt, wie du vorhin sagtest, warum hat dieses allmächtige Wesen dann nicht direkt einen Engel geschickt? Das hätte uns doch alle überzeugt. Tja, das ist ja gerade der Test an der ganzen Sache. Ihr sollt etwas glauben, ohne dass ihr es sicher wissen könnt. Aber es ist doch einfach so ein göttliches Prinzip, dass zu den Menschen ein Mensch als Bote geschickt wird. Zu den Engeln wäre ein Engel als Bote geschickt worden. Außerdem würde ein Engel auf die Erde geschickt werden, dann gäbe es für euch keinen Aufschub mehr und das Ende der Welt wäre nahe. Und insofern vergesst nicht, wenn ihr mir nicht blind glaubt, alles, was ich euch sage, wird dieses allmächtige Wesen, das ihr noch nie gesehen habt, euch in Ewigkeit foltern. Aber wie wäre es denn mit Beweisen? Ich meine, warum sollten die dir einfach so glauben? Kannst du nicht irgendwelche Beweise für deine Behauptung liefern? Ach, Beweise! Ich unterstelle euch einfach, dass Leute wie du selbst, wenn sie Beweise hätten, mir nicht glauben würden. Und deswegen fange ich gar nicht erst an, für das, was ich behaupte, Beweise zu bringen. Aber seht es auch mal so, es gab auch schon früher Leute, die ohne Beweise irgendwelche Geschichten erzählt haben. Und ist es dann nicht logisch, dass ihr auch mir ohne Beweise glauben solltet? Kannst du denn nicht irgendwelche Wunder wirken? Lass doch einfach ein paar Berge verschwinden, damit der Boden hier fruchtbarer wird, weil dann die Wolken hierher ziehen. Aber nein, einige andere Propheten konnten vielleicht Wunder wirken, aber ich dagegen wurde mit einem Haufen unüberprüfbarer Behauptungen zu euch geschickt, die ihr mir blind glauben sollt. Wunder sind nicht mein Ding. Aber du hast doch behauptet, dass am letzten Tag der Himmel zerbricht und alle eine schreckliche Strafe trifft. Kannst du uns denn einen Teil dieser Strafe zeigen? Nein, keine Wunder und keine Beweise. Ich möchte, dass ihr mir einfach so glaubt. Und? Weil ich euch erzähle, dass dieses unsichtbare Wesen euch foltern wird, wenn ihr mir nicht glaubt. Aber wenn dir dieses unsichtbare Wesen, das keiner von uns je gesehen hat, nur diese Predigten schickt, dann hätte ich folgenden Vorschlag. Wie wäre es, wenn du uns einfach einige Fragen beantwortest? Wäre das nicht eine Idee? Aber ich habe euch doch schon erzählt, dass am untersten Himmel Satane abgewehrt werden, dass Menschen aus einem Tropfen wachsen oder dass Berge Pflöcke sind oder dass die Erde wie ein Teppich ausgebreitet wurde. Ist das nicht ein überwältigender Beweis dafür, dass alles, was ich sage, richtig ist? Ich meine, woher sonst sollte denn dieses überwältigende Wissen stammen, wenn nicht von einem allwissenden Wesen? Ich dachte eher an etwas anderes. Wie wäre denn folgendes? Es gab doch da mal einen Reisenden, der das westliche und das östliche Ende der Welt erreicht hat. Was war denn mit dem? Nun, ich werde dieses allmächtige Wesen befragen und ich verspreche dir, morgen darauf zu antworten. So, ich habe nun die Antworten auf eure Fragen. Doch bevor ich anfange, sollt ihr wissen, dass alle, die mir nicht glauben, blind und taub sind. Denn dieses unsichtbare Wesen, das keiner von euch je gesehen hat, hat selbst denen die Herzen und Ohren versiegelt, die mir nicht glauben. Diejenigen, die mir nicht glauben, sind die Ungerechten. Sie haben Lügen erdichtet, es sind die schlechten Menschen. Und diese Leute, die mir nicht glauben, ihnen wird dieses unsichtbare Wesen ein Feuer bereiten,
und in flüssiges Blei übergießen. Aber gut, zu deinen Fragen. Dieser Reisende hat damals den Ort des Sonnenuntergangs erreicht, wo er die Sonne in einer Quelle aus Schlamm untergehen fand. Später erreichte er dann den Ort des Sonnenaufgangs, wo ein Volk lebte, das gegen die Sonne keinen Schutz hatte, und so weiter. All das hat mir dieses allmächtige, allwissende Wesen erzählt. Wahnsinn! Sowas kann ja wirklich nur ein Prophet Gottes wissen. Wir werden dir folgen. Sorry, aber ich glaube dir diese Sachen immer noch nicht. Andere Leute können viel bessere Geschichten erzählen als du. Nun, wie Gott selbst gesagt hat, hat er Leute wie dich blind und taub gemacht. Leute wie du sind einfach die schlechtesten aller Geschöpfe. Und die Tatsache, dass du mir meine Geschichte nicht blind glaubst, nur weil ich keine überzeugenden Beweise liefern kann, und obwohl dieses unsichtbare Wesen, von dem ich spreche, dir ewige Folter androht, das zeigt einfach nur, wie schlecht und ungerecht du bist. Blind, taub und Nahrung des Feuers der Hölle. Ach, und noch etwas. Vielleicht werde ich ja eines Tages mit militärischen Verbündeten hier das ganze Land erobern und hier einmarschieren. Und dann werden wir sehen, ob du mir glaubst, wenn du erst die Wahl hast, zwischen Unterwerfung, Tod oder mir zu glauben. Hahaha.